So, herzlich willkommen bei meinem nächsten Tutorial. Heute zeige ich euch das Rizugami Shelf Mod, und zwar womit ihr solche coolen Regale bauen könnt, womit man auch nichts griefen kann oder sonstiges. Also es ist sicher, man kann nichts aufnehmen. Ja, wie man sowas baut, ist ganz einfach. Dazu benötigt ihr 3 Wooden Planks und legt die so in den Crafting Table. Beziehungsweise 3 und legen den so hier rein. Dann bekommen wir diesen Wooden Shelf, also Holzbücherregal, und können den, egal wohin wir wollen, wir können es hier oder auch so hinstellen, wie wir wollen. So, jetzt möchte ich ein paar Sachen, so jetzt hier habe ich meine Naturecke, meine wertvollen Sachen, und hier möchte ich jetzt mal so also den ganzen Wolle-Kram rein tun. Dafür brauche ich jetzt pro Reihe kann ich 3 Sachen reintun, also es gibt 3 Reihen, sonst 9 Sachen. Nehme ich mal 9 Sachen. So, haben wir hier noch eine. Na, den nehmen wir gleich. So, so, und wie wir sehen, da bildet sich schon was da oben. So, rein. Da rein. Da rein. Können wir so. Ja, können wir es nicht so machen. Na egal. So rein. Da. Da. Und da, und einen brauchen wir noch. Damit das auch stimmt. So. Und fertig haben wir unseren Bücherregal. Man kann natürlich jetzt auch die Sachen stapeln. Das geht natürlich auch. Und man kann sie ausstellen. Wenn wir jetzt mal sowas zerstören, dann müssten fliegen alle Sachen rum. Ist eigentlich ganz logisch. Ist eigentlich wie eine Kiste. Halt nur, dass man die so hinstellen kann und das angucken kann. Also man kann jetzt Bücher reinstellen, wie Bücherregal benutzen oder für wertvolle Sachen halt. So ist das Crafting-Rezept und ein Crafting-Table. Mehr benötigt ihr nicht. Und wenn ihr es abbrecht, habt ihr alles wieder in euer Inventar. Gut, das war's eigentlich schon. Ist ganz simpel und leicht zu verstehen. Eigentlich ist ganz cool, cooler als solche Kisten, aber auch praktisch. Naja, ich find's cool und ich hoffe, euch gefällt's auch. Kommen wir rüber zur Installation. Bis gleich. So, herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde, bei der Installation von dem Shelf-Mod von Rizugami. Als erstes benötigen wir den Mod-Loader. Dazu gehen wir einfach mehr auf die Seite von Rizugamis Mods und klicken auf den ersten Mod-Loader-Download direkt. Downloaden das Ganze auf dem Desktop speichern, habe ich schon. Und dann downloaden wir das nächste. Der ein bisschen runterscrollen, dann finden wir hier schon Shelf 123 Mod. Einfach mal auf Download direkt und auf dem Desktop speichern. Hier steht auch nochmal das Crafting-Rezept, also so wie eine Treppe. Fast wie eine Treppe. Ja. Das Ganze öffnen tun wir einfach mal. Öffnen wir AppData, %, AppData, %, Rooming, Minecraft, Bin und öffnen die Bin-Ordner. Öffnen mit der Bin. Gut. Und dann öffnen wir den Modloader, wenn wir, und kopieren das Ganze, einmal kopieren, ohne die beiden Pünktchen hier rein. Okay. Dann können wir Modloader schließen und öffnen Shelf-Datei. Und hier warten wir nochmal, ja. Und dann kopieren wir das Ganze auch wieder ohne die Pünktchen, einfach hier reinziehen. Okay. Gut, dann löschen wir noch den Meta-Inf-Ordner. Das ist ein Ordner hier, ein Ordner in der Minecraft-Jar-Datei, der dem Namen Meta-Inf einfach löschen. Wenn ihr den nicht habt, dann habt ihr den schon gelöscht. Ja, das war's auch eigentlich schon von der Installation, also ist ganz easy. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal auf dem Server oder ihr abonniert mich für weitere Videos und drückt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns, bis denn, ciao!